So, dann rede ich jetzt mal mit allen drei. Danke für eure Hilfe. Es war, als hätte mich Sheogorath berührt. Der verrückte Gott Sheogorath kann es nicht lassen, sich bei den Sterblichen einzumischen, oder? Seine Anhänger gehören alle in eine Zelle. Ich werde von nun an Katzen auf eine ganz andere Weise sehen. Sie sind am Leben und sie sind nicht mehr pelzig. Schön, dass ich helfen konnte. Ich weiß nicht, was wir sonst getan hätten. Den Rest unserer Leben als käsefressende Nager verbringen? Igitt. Falls ich diesem Magier jemals wieder über den Weg laufe, dann zeige ich ihm, wie man sich als Ungeziefer fühlt. Danke, dass ihr zur richtigen Zeit hierher kamt. Oh, verzeiht. Ich muss verflucht sein. Das heißt, die werden dann hier die Insel evakuieren, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe. Deswegen soll ich jetzt alle retten dort. Das heißt, wenn ich jetzt nicht alle hole, werden wahrscheinlich einige zurückgelassen. Eventuell. Flucht aus Ödfels. Die Errungenschaft habe ich im Jahr 7.12.2015 bekommen. Schon eine Weile her. Rolunda. Ich schwöre, wenn er nochmal in diese Höhle geht, dann setzt es einen ordentlichen Schlag gegen die Kehle. Was da alles drin war? Wir müssen zurück und etwas davon mitnehmen. Der böse Babymann müsste jetzt weg sein, oder? Wow, hast du das gesehen? Und das und... Ach komm schon, Rolli. Niemand wird zurückgelassen. Bleibt alle ruhig. Wir haben das schon einmal getan. Hier hat es noch mehr Leute. Ah. Seht euch das an. Eimanns fischige Geheimnisse. Eimanns fischige Geheimnisse. Geräucherter Langflossen-Thunfisch. Mindestens 3 Langflossen-Thunfische zerkleinert und entgrätet. Topf, Räucherofen, Stein. Gebt das Salzwasser in den Topf. Lasst dann die Thunfischstücke hineinfallen. Verschnürt den Topf fest. Beschwert den Topf mit dem Stein und versenkt ihn über Nacht in einem See. Holt die Stücke heraus und legt sie in den Räucherofen. Nutzt Hartholz, räuchert sie bis Einbruch der Dunkelheit. Schlachterfisch ausgenommen. Ein Schlachterfisch ausgenommen und abgeschubbt. 3 Löffel Öl, ein Bündel Suppengrün gehackt, eine Knolle Knoblauch zerstoßen. Ein großes Bund Schneebeeren, eine große Zwiebel gehackt, 4 Löffel Salz, ein flacher Stein. Säubert einen schönen großen Stein, reibt den Stein, das Innere und das Äußere des Fischs mit Öl ein. Salzt das Innere und das Äußere des Fischs. Stopft den Fisch mit dem Rest der Zutaten aus. Legt den Fisch auf den Stein.
Leg den Stein in die Nähe des Feuers, bis der Fisch gar ist. Das ist der, der unbedingt wieder in die Höhle will. Deine Rezepte. Also von ihm da. Niemand wird zurückgelassen. Ich hab alles, was ihr bleibt alle ruhig. Ich weiß nicht. Tilrani hat uns jahrelang beschützt, aber Rana ist jetzt Hauptmann. Wir sollten auf sie hören, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass diese Milchtrinker ihre gemütlichen Tavernen verlassen, um hier herunterzukommen. Dann muss ich diese Wunde versorgen lassen. Ich werde meinen Schwertarm brauchen. Ich kann das nicht glauben. Erst Banditen, jetzt das Bündnis. Ich wünschte, Dedring wäre hier. Schön, dass ihr wach seid. Als Holzgar euch anschleppte, dachten alle, ihr würdet sicher sterben. Niemand wird zurückgelassen. Seid ihr eine Schmiedin? Ha, sehe ich etwa aus wie eine? Freut mich, dass ihr nachfragt. Ich bin nur Mäsas Lehrling. Bis jetzt jedenfalls. Sie bildet mich jetzt seit ungefähr einem Jahr aus. Macht euch die Arbeit Spaß? Oh ja. Vor uns liegt ein Klumpen Metall und wir machen daraus etwas Nützliches. Hufeisen, Nägel, Schwerter und was nicht noch alles. Ich habe gehört, auf dem Festland gibt es auch noch andere Arten von Handwerkern. Aber ich würde nichts anderes sein wollen als Schmiedin. Warum nicht? Habt ihr den Umfang von Mäsas Arm gesehen? Holzgar behauptet, sie habe einmal einen Mammut umgehauen. Beim Schmieden lässt sich gut Frust abbauen. Besonders, wenn Otrogar hier war. Wir müssen sicher gehen, wer ist Otrogar? Er ist Fischer. Fischerjunge. Er kommt hier jeden Tag vorbei und besucht mich. Er macht immer zu schmutzige Bemerkungen. Eines Tages wird mein Paar ihm das schon noch austreiben. Willkommen im Schlamassel. Unser kleiner Hauptmann Rana weiß nicht, was sie tut. Wo bin ich hier? Die Insel Ödfels. Ich führte jahrelang das Kommando, bis Hauptmann Rana übernahm. Jetzt sitzen wir hier und drehen Däumchen, während sie zögert und zaudert. Musstet ihr kämpfen, als ihr das Kommando innehattet? Ich habe einmal eine Spähtruppe des Altmeri-Dominions vertrieben und uns begegneten auch jede Menge Banditen und Räuber. Ich habe jede brenzlige Situation gemeistert, aber Hauptmann Rana hört einfach nicht auf mich. Worum geht es bei eurem Streit? Das Signalfeuer auf dem Wachturm zu entzünden. Sobald wir ein Schiff sehen, sollen wir eigentlich ein Signal senden. Wir haben eins gesehen, aber Rana hält uns zurück. Sie möchte Beweise, dass es kein Handelsschiff ist. Daher hat sie unser einziges Boot zusammen mit den Truppen der Garnison zu dem Schiff gesandt. Diese Närrin. Sind wir in Gefahr? Wir haben ein Schiff vor der Küste gesehen. Ich vermute, es ist vom Dolchsturzbündnis. Sie beanspruchen Gebiete im Nordwesten in ganz Hochfels und Hammerfall. Vielleicht sind es Späher, aber ich denke, es wird zum Kampf kommen. Was könnt ihr mir über die Insel erzählen? Die Insel Ödfels. Ich führte jahrelang das Kommando, bis Hauptmann Rana übernahm. Jetzt sitzen wir hier und drehen Däumchen. Während sie zögert und zaudert. Was ist der Pakt? Ihr habt euch wohl den Kopf gestoßen. Vor 10 Jahren, als die Akaviri von Osten über das Meer kamen und bei uns einfielen, schlossen sich Nord, Dunkelelfen und Argonier gegen sie zusammen. Jetzt sind wir der Ebenherzpakt. Kämpfen wir immer noch gegen die Akaviri? Ha! Wir haben diese Schlangen zerschmettert. Und sie sind nicht zurückgekehrt. Heute haben wir ganz andere Probleme. Das Dolchsturzbündnis und das Altmeri-Dominion. Wo habt ihr mich gefunden? Holzgar, der Müller, hat euch am Strand gefunden. Er war sicher, dass ihr sterben würdet. Aber er hat euch trotzdem ins Dorf geschleppt. Okay.
Also, ich muss jetzt auf jeden Fall noch schauen, dass ich dann die Vermissten von Ödfels. Also, eine Mission habe ich wahrscheinlich noch. Das war die, die ich am Anfang ausgelassen habe. Ich weiß nicht, ich gehe zusammen, glaube ich, noch nicht. Ich dachte, Tilrani wäre einfach nur etwas paranoid. Aber heute denke ich, sie hat recht. Wir müssen die Zivilisten vorbereiten. Also ich werde auf jeden Fall alle retten. Ich werde nicht vorher hier weggehen. Meine Tochter, merkt euch meine Worte, sie wird es nie zu etwas bringen. Warum sagt ihr das? Sie verbringt den ganzen Tag beim Schmied. Sie hat vor, auf das Festland zu ziehen und ihr Leben in einer Schmiede zu verbringen. Dieser nette Fischer, Otroga, umwirbt sie seit Monaten, aber sie hört ihn nicht mal an. Das Schneerandhaus. Jetzt muss ich dann schauen, dass ich hier mal alle Häuser noch besuche. Brief an Sein. Meine tapfere Schwester, die drei sind euch wohlgesonnen, so hoffe ich. Ich habe euch viel zu erzählen. Wir haben auf der südlichen Seite der Siedlung ein groß angelegtes Bewässerungsprojekt umgesetzt. Einer der Argonier hat uns gezeigt, wie das vorhandene System von Wassergräben verbessert werden kann. Wir vermessen noch Seien. Selbst wenn nur eine Person eine so kleine Siedlung wie die unsere verlässt, hinterlässt dies doch eine große Lücke, die erst wieder gefüllt werden muss. Sein, wisset, dass wir oft an euch denken. Ich bin so stolz, euer Bruder zu sein. Ich weiß, ihr kämpft für die Sicherheit des Paktes und dass ihr Vater an Vivek Seite stolz macht. Denkt immer daran, dass ihr hier immer ein Heim habt. Sollte die Kampagne enden, seid beruhigt in dem Wissen, dass ihr noch immer einen Platz zum Schlafen habt. Hochachtungsvoll, Samel. Haushaltnotizen, Tilrani. Die Jäger und ich können den Bedarf in den Wintermonaten nicht decken. Es gibt jetzt zu viele hungrige Mäuler zu stopfen. Einige von ihnen sind weiter aufgerissen als andere. Das Dorf ist durch Windhelm gut finanziert. Ich werde auf Ranas Angebot während der nächsten Kälteperiode Hilfe von außerhalb einzustellen zurückkommen. Ein paar helfende Hände aus der Gilde könnten den Unterschied zwischen Essen und knurrenden Mägen ausmachen. Darchi. Scheint auch ein Schweizer zu sein hier.
Vorsicht, wo ihr hintretet. Ihr wollt sicher keinen Schweinemist an euren Schuhen. Seid ihr ein Bauer? Mehr schlecht als recht. Ödfels liegt 6 Monate im Jahr unter einer Schneedecke. Und die restliche Zeit ist der Boden karg. Wir essen viele Milchprodukte. Auerochsen können hier grasen und auch Heu vom Festland fressen. Warum seid ihr hergekommen? Der Pakt hat den Siedlern Geld geboten. Sie wollten, dass die Garnison am Turm Zugang zur Zivilisation hat. Ich wette, ihr wusstet nicht, dass die Zivilisation nach Auerochsendung riecht. Ihr lebt also hauptsächlich von der Milchproduktion? Wir leben hauptsächlich vom Fisch. Und dieser verrückte Argonia frisst gerne Schlammkrabben. Wisst ihr, was ich vermisse? Äpfel. Die habe ich immer bekommen, als ich noch ein kleiner Junge in Falkenring war. Das war einmal. Was habt ihr anzubieten, Koch? Jetzt hoffe ich, dass ich alle NPCs verwitsche hier. Nun, verzeiht, aber ich habe viel zu tun. Machen euch die Schweine viel Arbeit? Es geht nicht um die Schweine. Ich liebe diese Schweine. Sie sind wie schmuddelige Kinder. Ich meine all die zusätzliche Arbeit, die ich hier zu erledigen habe. Und wofür? Seht euch doch mal um. Hier wächst nichts. Warum lebt ihr dann hier? Das frage ich mich jede Nacht, wenn ich im Bett liege. Das Leben in Windhelm oder Riften muss besser sein. Nur noch ein paar Ernten, dann gehe ich weg. Vater kann ja einen Helfer einstellen. Gut, wenn die da evakuieren müssen, dann ist das sowieso bald hier Feierabend. Trends Schmiedenotizen. Strecken, dünnes Ende stärker, ausdengeln, falten, sieht leicht aus, Ende umschlagen, um die Dicke zu erhöhen. Frage mich, ob Eimann so dumm ist, wie er zu sein scheint. Schlagen, zierden. Maesa sagt, sie zeigt es mir später. Hab mehr Zeit mit Strecken verbracht, habe mit Kegeln für Stemmeisen und Ähnlichem angefangen. Muss mit Rolunda über die Klinge, die ich herstellen werde, sprechen. Wie lange? Hab mich beim Biegen verbrannt. Schor, erlöse mich von dieser Arbeit. Hab etwas geschweißt. Es ist einfach und macht Spaß, wenn Maesa dabei ist. So langsam habe ich den Dreh raus. Vater sagt, ich sollte Hufeisen als erstes Projekt anfertigen. Schor, erlöse mich auch von ihm. Okay. Ah, da hinten hat es nochmal eine Notiz. Aeras Haushaltsnotizen. Denskar Socken stopfen. Trinhild das Nähen beibringen. Ha. Darchi nochmal um etwas Bogentraining bitten. Diese Schultern. Mators Hemd flicken, gefallen für Tilrani. Litrek dazu bringen, Eimann bei der Hausarbeit zu helfen. Eimann dazu bringen, dass er im Gegenzug gegrillten Lachs zubereitet. Rana und Zane zum Abendessen einladen. Trinhild nochmals zu den beiden befragen. Elchfleisch säubern, Schweinelende räuchern, Rolundas Seiten zurückgeben, mit Tilrani noch einmal über Rana sprechen.
Varas Dralas. Ich wünschte, ich könnte fortgehen und Abenteuer erleben. Milvella Madrion. Da hinten hat es auf jeden Fall auch eine Notiz im Heu, habe ich gesehen. Gegen die Schlangen von Denskar. Habe über unseren Kampf gegen die Akaviri nachgedacht. Ich habe eigene Ansichten. Ich denke, ich werde sie niederschreiben. Der ganze verdammte Krieg hätte vermieden werden können, wenn diese Idioten in Windhelm so viel Verstand besessen hätten, die Schlangen zurück ins Meer zu werfen. Shor soll sie holen. Wünschte immer noch, Jorun hätte sich bewegt, um Windhelm zu stärken. An diesem Tag haben wir viele gute Männer verloren. Jorun hat Riften befestigt, aber die Schlangen sind einfach daran vorbeigerollt. Wieso direkt in die Aschland? Den Kampf südlich von Riften, nördlich der Feste Virak, wird nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Männer standen mit dem Rücken zur Wand und waren zahlenmäßig unterlegen, doch sie hielten Stand. Wolfhard war der einzige Grund, weshalb sie an diesem Tag weiterkämpften. Jorun war noch grün hinter den Ohren. Er hätte nicht einmal eine Methalle überfallen können. Die Schlangen drängten nach dem Fall der Feste Virak nach Steinfälle. Warum? Was hatten sie vor? Es gibt Gerüchte, einige der Dunkelelfen hätten ihre Klingen zunächst gegen die Panzerrücken gerichtet. Konnte den Gedanken von Argonien gerettet zu werden wohl nicht ertragen. Verdammte Narren. Shor soll die ganze Schlangeninsel holen. Sollen sie noch einen Tigerdämonen schicken? Wir nehmen es wieder mit ihnen auf. Dies dauert länger als ich angenommen. Geh mal hier in die Mühle. Lemron Born. Kann ja mal reinschauen. Vielleicht ist ja was Wertvolles. Bang, ein Rezept. 2 Millionen. So. Dies dauert länger, als ich angenommen hatte. Ich hasse diesen Ort. Ich würde mein Schneiderhandwerk lieber an einem wärmeren und sicheren Ort ausüben. Weniger abgelegen. Wenn ihr ins Weiße geht, braucht ihr eine starke Rüstung. Je schwerer, desto besser. Schreit einfach. Ich würde nicht vorgeben, dass es das beste Material in Tamriel ist. Aber ich würde ihm mein Leben anvertrauen und nirgendwo bekommt ihr eine bessere Garantie. Kann ich euch für etwas interessieren? Ich habe, was ihr braucht. Möge Kühne euch bewahren, meine Freundin. Wollt ihr euch etwas Unrat vergolden?
Ich kümmere mich um die Holzarbeiten im Dorf. Zumindest um das meiste davon. Wie kann ich euch helfen? Könnt ihr mir etwas über das Schreinern erzählen? Selbstverständlich. Schreiner formen Holz zu den verschiedensten Gegenständen. Aber unsere Spezialität sind Bögen, Stäbe und Schilde. Dafür benötigt man ausgezeichnetes Holz und einen stabilen Arbeitstisch. Wir sind zudem immer auf der Suche nach Lehrbüchern für Stile und seltenen Zutaten für fortgeschrittene Arbeiten. Könnt ihr mir etwas über den Ablauf sagen? Natürlich. Während wir Holz bearbeiten, können wir eine spezielle Eigenschaft wählen, auf die wir uns konzentrieren können. Es erfordert viel Erfahrung, um diese Techniken zu entdecken, aber es ist die Mühe wert. Das Gewicht zu erhöhen oder die Ausrichtung anzupassen, kann zu einem deutlichen Vorteil im Endprodukt führen. Gibt es noch mehr zu wissen? Nun, der Gegenstand kann weiter verbessert werden, indem man Harze, spezielle Zutaten, die den Wert und die Qualität eurer Arbeit erhöhen, verwendet. Der Vorgang ist sehr empfindlich. Stellt also sicher, dass ihr genug Härte und eine ruhige Hand habt. Viel Glück! Die meisten Nord wissen das Geschenk der Magie oder meine Arbeit nicht wirklich zu schätzen. Und mich auch nicht. Ich wäre lieber ein Holzfäller. Ihr habt so viele, wo im falschen Beruf sind irgendwie. Durstig? Braut euch selber was! Warme und stabile Kleidung herzustellen, ist die wichtigste Aufgabe auf der Insel. Denkt ihr, ihr könnt es? Ich habe hier ein paar Waren, die ihr vielleicht interessant findet. Schaut euch um. Was genau macht ein Schneider? Wir gerben, weben, nähen. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Leute kommen auf der Suche nach mittleren und leichten Rüstungen zu uns. Dafür benötigen wir Fasern, Leder und einen Arbeitstisch, den man in Städten finden kann. Wir suchen außerdem nach Lehrbüchern für Stile oder spezielle Zutaten für fortgeschrittene Arbeiten. Schätze, da geht es um mehr als nur Gerben und Weben. Ja, natürlich. Während des Schneiderns können wir eine spezielle Eigenschaft hinzufügen. Man muss diese Techniken erst lernen. Aber es ist die Mühe wert. Verstärkte Schnallen, komplexe Kleinarbeiten, jede bringt einen speziellen Bonus. Was muss ich noch beachten? Nun, jeder Gegenstand kann weiter verbessert werden, indem ihr Gerbstoffe benutzt. Diese können den Wert und die Qualität eurer Arbeiten verbessern. Seid aber vorsichtig. Ihr könnt den Gegenstand ruinieren, wenn ihr nicht aufpasst. Seine Arbeit zu perfektionieren, ist eine beachtliche Leistung. Eiswolf, habe ich mit dem schon geredet? Ich kümmere mich um die Holzarbeit. Ah ja, das wäre der. Iri von ihm. Ich erinnere mich nicht, warum ich hierher gekommen bin, aber ich bereue es wirklich. Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich mir selbst eine runterhauen. Könnt ihr mir etwas über das Versorgen erzählen? Natürlich. Um uns zu verpflegen, betreiben wir das Kochen und Brauen. Für gutes Essen benötigt man die besten Zutaten. Wir sammeln Fleisch und andere Zutaten aus Kisten, Fässern und Ähnlichem. Wenn wir Glück haben, finden wir außerdem Rezepte in Schatzkisten, Truhen oder Schreibtischen. Man sammelt also Zutaten und Rezepte und was dann? Sobald ihr euch ein Rezept gemerkt und die notwendigen Zutaten beisammen habt, geht der Spaß erst richtig los. Geeignete Feuerstellen findet man überall. Seid ihr an einer angekommen, wählt ein Rezept und genießt die pure Freude am Kochen oder Brauen. Was für Essen kann ich herstellen? Vergesst das Trinken nicht. Nahrhaftes Essen füllt euch den Bauch und verbessert das allgemeine Wohlbefinden von Körper und Seele. Kräftige Getränke können die Säfte anregen, damit ihr euch schneller erholt. Mit etwas Glück findet ihr ein Rezept, das beides kann. Dann Roy Bannerfetzen.
Hey ihr, hungrig? Da bin ich eure Frau. Hey ihr, schau mal. Aha, ja, die hat die gleichen Rezepte wie der Bauer da hinten. Ich erinnere mich nicht, warum. Schau mal. Ah, unser mysteriöser Gast. Mein Mann Holzgar hat euch gefunden. Falls ihr nach Vorräten sucht, seid ihr hier richtig. Wo hat Holzgar mich gefunden? Ihr wurdet an Land gespült. Das Seltsame ist, eure Kleidung war gar nicht nass, als wir euch fanden. Ah, hier ist Holzgar. Der hat mich gefunden. Hey, schön euch wiederzusehen, meine Freundin. Kennen wir uns? Ich habe euch am Ufer aufgelesen und euch ins Dorf gebracht. Ihr wart zu dieser Zeit ohnmächtig. Mator hat sich seitdem um euch gekümmert. Also, was ist euch widerfahren? Schiffbruch? Ja, ich erlitt Schiffbruch, das ist alles. Ich denke nicht, dass ihr mir glauben würdet, wenn ich es euch erzähle. Ich war im Reich des Vergessens. Molag Bal hat meine Seele gestohlen. Ich sag mal die Wahrheit, wie immer. Mach ich's. Ihr wirkt recht agil für eine seelenlose Leiche. Was sagt uns das? Dass wir unsere Seelen gar nicht brauchen? Ach, Starkbier lässt mich immer ganz philosophisch werden. Ich sollte beim Met bleiben. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Woher soll ich das wissen? Folgt euren Herzen und lasst die Finger vom Skoma, würde ich vorschlagen. Im Ernst, ihr solltet eure Seele zurückholen. Ich wette, sie ist wichtig. Unsere Karavelle wird euch ans Festland bringen, falls sie zurückkehrt. Was soll das heißen, falls sie zurückkehrt? Vor ein paar Stunden hat die Garnison ein Schiff gesehen, das in östliche Richtung unterwegs war. Hauptmann Rana, die junge Dunkelelfin, hat die meisten Truppen auf die Karavelle beordert, um mal nachzusehen. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen? Das Schiff ist ein behäbiges Handelsschiff, kein Kriegsschiff. Wahrscheinlich wurden sie allesamt längst vom Ozean verschlungen. Also haben wir hier eine herrenlose Stellung. Ich sage euch, das führt zu nichts Gutem. Ich sag jetzt mal, seid ihr ein Müller? Ich bin der Müller. Die große Windmühle da drüben? Meine. Nicht, dass ich viel zu tun hätte. Hier wächst nicht viel. Ungefähr einmal im Monat beladen wir unsere Karavelle mit Fisch und tauschen ihn in Einsamkeit gegen Getreide. Es ist nicht gerade ertragreich, es hier zu malen, aber es ist billig. Ihr habt mich begrüßt, als würden wir uns kennen. Ich habe euch am Ufer aufgelesen und euch ins Dorf gebracht. Ihr wart zu dieser Zeit ohnmächtig. Okay. Mator hat sich seitdem... Zumindest habe ich jetzt mal den gefunden, wo mich da rausgeholt hat. Ich habe mich schon gefragt, wo der eigentlich ist.